Ja, hallo liebe Zuschauer, jetzt sind wir auf der Consumenta 2022 bei der Komödie Fürth. Ja. Bei mir steht der Marcel Gaske. Ja. Und ihr habt ja einiges vor dieses Jahr noch und in nächster Zeit. Erzähl mal ein bisschen was. Naja, es geht wieder los, man will ja wieder lachen, auch gerade in schweren Zeiten muss man ja wegen lachen, ne? Du bist ja wegen lustiger, ne? Und das ist ja genau das Wichtige bei sowas, ne? Und wir fangen jetzt an wieder mit richtig gutem Programm, tolle Gastspiele haben wir dabei und die lustige Witwe, eine Operettenkomödie mit Heißmann und Rasser und das spielen wir jetzt dann vom 20. November bis in Februar rein mit Silvester, allem drum und dran. Also falls Sie jetzt noch nicht wissen, was Sie Silvester vorhaben, dann können Sie zu uns kommen. Lustige Witwe und ein bisschen was zu essen haben wir auch. Also tolles Programm bis ins neue Jahr rein. Schauen Sie bei uns vorbei. www.komödie.de, falls Ihre Zuschauer Internet haben wir schon, ne? Internet, habt ihr Internet? Ich glaube schon, also die haben Internet. Das ist ja gar nicht sehen, ne? Das ist ja Internetfernsehen, ne? Das ist Internetfernsehen. Ja. Und die Tickets nur im Internet oder kann man die bei euch noch echt in Hardware kaufen? Wir haben noch welche zum Anfassen. Ja, wir haben eine Vorverkaufsstelle in Fürth, Frankenticket Fürth. Da kann man hingehen, kann man noch Karten nach Karten fragen und sogar haptische Karten bekommen. Die kann man dann sogar verschenken. Ganz toll. Unfassbar, die haben echte Karte zu verkaufen und da stehen echte Schauspieler vor der Bühne. Ja, echt. Und es gibt echte Tunnel. Es ist halt echt für unser Ensemble halt, ne? Echte Schauspieler. Wer braucht denn sowas, ne? Bei uns ist halt lustig, ne? Also lauter echte Leute in Fürth, obwohl es in Fürth ist, gell? Aber das ja, kriegen wir hin. Ist, ja, wo soll man sonst zum Lachen hingehen, ne? Also kommen Sie nach Fürth, bei uns wird gelacht. Nicht nur im Fußball. Okay, liebe Zuschauer, also ab zur Komödie. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ade.